mein Name ist Jakob Lüthoff, ich bin 55, verheiratet und wir haben zwei Kinder. Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau im Kanton Luzern. Wir wollten in den Wald gehen und der Lerner ist vorausgegangen. Noch 10 Minuten nachdem er abgefahren ist, hat er mir mit dem Handy angerufen und ich habe gemerkt, etwas ist nicht gut. Er hat gesagt, du, es ist etwas Schlimmes passiert. Es hat einen Unfall gegeben. Da bin ich losgefahren und als ich dort darauf hinfahre, sehe ich, ui, das ist etwas Größeres. Der Traktor ist seitwärts am Strassenrand gelegen und das Auto ist hinten zugestanden. Zum grossen Glück, das war mir gerade am Anfang klar, im Lernenden ist nichts Schlimmes passiert. Das war einmal die erste grosse Erleichterung. Ich traue mir nicht auszumalen, was hätte passieren können, wenn er nicht angeschnallt gewesen wäre. Weil der Traktor hatte keine Türe auf der Seite hatte und mit dem Aufprallen wäre er mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ihn zum Traktor ausgeschleudert. Und dann wäre die Gefahr relativ gross gewesen, dass er unter den Traktor reingekommen wäre. Das ist eine gerade Strecke, die 80 Stundenkilometer gefahren werden, musste er müssen links abbiegen. Er hatte den Blinker gestellt, wie das auch ein Zeug nachher konnte beeiden. Hinter ihm ist ein PKW gefahren, der das anscheinend nicht bemerkt hat oder irgendetwas. Auf jeden Fall wollte der PKW ihn überholen, gerade in dem Moment, wo er links abgebogen ist. Der ist mit Dauergeschwindigkeit, also wir gehen davon aus, dass er 70 bis 80 Stundenkilometer gefahren ist, voll seitliche Traktoren und dann hat sie natürlich mögen zu berühren. Also ich bin noch überrascht gewesen. Er hat das relativ fast gedreht und ich glaube im Moment ist er fast alle wie noch unter Schock gewesen. Und so, wo wir so drüber geredet haben, da ist ihm glaube ich auch erst bewusst worden, wie viel Glück im Unglück das er wirklich hatte. Und die Lehre für mich ist effektiv, dass ich, wenn ich jetzt das auch in den Lernenden erzähle, dann kann ich anschnallen, das Beispiel darf oder muss erwähnen, eben, wie viel, wie hoch das Glück und Unglück beieinander sein kann. Also das hat wirklich ein tragisches Ende können. Aber ich muss ehrlich sein, selber bin ich auch nicht ganz so konsequent gewesen, bis an den Unfall. Und so, man denkt auch so, ja, da im Ebenen, und das ist etwas mehr in der Hanglage, oder, im gefährlichen, ich will, wo man das machen muss. Davor hat mir das also gesagt, ja gut, ja, weil es ist Pflicht, oder? Und seit dem Unfall ist mir eben bewusst, dass das nicht nur eine Pflicht ist, sondern was der Sinn hinter ihnen ist, auch bei uns unten. Ja.